Es ist ein warmer Sommertag in Fürstenfeldbruck, einem kleinen Ort in der Nähe von München. In Gedanken vertieft sitzt ein Kind in der Hängematte. Einzelne Wölkchen ziehen vorbei und ein Hund sucht Schutz im Schatten der Bäume. Spürst du die warmen Sonnenstrahlen und das angenehme Kribbeln auf deiner Haut? Es riecht nach Rosen, allerlei Blumen und Pflanzen, die im Garten erblühen. Gemalt hat das Bild der Künstler Oskar Moll. Vor knapp 100 Jahren ist der Maler mit seiner Familie gern in das damals beschauliche Dorf Fürstenfeldbruck gereist. Oft verbrachte die Familie in ihrem Sommerhaus die Ferien. Hier sehen wir den sommerlichen Garten des Hauses. Bestimmt ist dir schon aufgefallen, dass wir nicht alles genau erkennen können. Wichtiger als die Figur, Sträucher und Blumen zu zeigen, war es für den Künstler, eine persönlich erlebte Stimmung möglichst genau auszudrücken. Mit breitem Pinselstrich und kräftigen Farbtönen entstand so das ungewöhnliche Gartenbild. Dabei waren für Oskar Moll die Farben ganz besonders wichtig. Ganz wie sein Lehrer und Vorbild, der berühmte französische Maler Henri Matisse, verwendete er gerne knallige Farbkontraste, wie das Rosa und Grün im vorderen Teil des Bildes. Kannst du dich noch an den letzten Sommer erinnern? Draußen in der Sonne zu sitzen, zu träumen und nachzudenken? Versuche mal, dich an einen Moment aus dem letzten Jahr zu erinnern. Das Gefühl und die Stimmung von damals hast du bestimmt noch gut im Kopf. Andere Dinge fallen dir aber wahrscheinlich trotzdem nicht mehr ein. Welche Kleidung hattest du an? Welche Farbe hatte deine Umgebung? So ähnlich ist es auch bei diesem Kunstwerk. Oskar Moll malt die Dinge nicht so, wie er sie in einer bestimmten Situation genau beobachtet, sondern setzt seine Bilder aus Skizzen, Erinnerungen und ausgesuchten Bildelementen zusammen. So kann die Kunst Stimmungen und Empfindungen ausdrücken.